Die wohl unnötigste Hilfe in F1 2020. Welche das ist und wie meine Meinung dazu ausfällt, erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Bevor ich meine Meinung sage, möchte ich erstmal Dankeschön sagen. Und zwar dafür. 1000 Follower auf Twitter, ihr seid der blanke Wahnsinn, ganz ernsthaft. Also Dankeschön für jeden Like, Dankeschön für jeden Follow, Dankeschön für jeden Retweet, ihr seid der Wahnsinn. In letzter Zeit ging es auf Twitter so dermaßen ab und ich möchte einfach nur mal ganz großes Dankeschön sagen, wie ihr mich supportet. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vor kurzem habe ich auch erst die 1000 Abonnenten auf Instagram erreicht. Vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Ja, ihr habt es ja schon im Titel gesehen, die wohl unnötigste Hilfe in F1 2020. Welche genau meine ich denn damit? Am Sonntagabend war ich gemeinsam mit euch auf Twitch am Livestream und wir haben uns Formel 1 Content gegeben, auf die ich mal reagiert habe. Eins vorab, wenn ihr auch mal bei meinem Formel 1 Stream dabei sein wollt oder ein Video habt, auf das ich reagieren soll, die beiden Links zu Twitch und zu Discord befinden sich ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr ein Video dort postet, im Discord bitte unter Reaction-Vorschläge mit einem kleinen Text dazu. Wir haben uns ein Video von jemandem angesehen, der in Open Lobbys in Aserbaidschan unterwegs war. Und Spoiler-Alarm, natürlich hat's gekracht. Ich meine, wir reden von Open Lobbys. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da mal sauber zur Sache geht, liegt bei ungefähr 5%. Das Video ging 3 Minuten. Und ich konnte mir dieses 3-Minuten-Video leider nicht geben. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, warum denn? Wegen dieser besagten Hilfe. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bewusst diese Gänsefüßchen gerade genommen, weil das in meinen Augen einfach diese Hilfe, die braucht wirklich überhaupt gar kein Mensch, glaubt es mir. Jeder von euch, der mit F1 anfangen möchte und sowas, der sollte das in meinen Augen sofort sein lassen. Wichtig ist, egal ob es ein Video ist oder ein Livestream, ist diese Hilfe eingeschaltet, kann ich mir das nicht geben. Es ist ungefähr vergleichbar mit jemandem, der mit seinen Fingernägeln auf einer Tafel herumwandert. Das ist so ein Knirschen, also das kann man sich beim besten Willen überhaupt gar nicht geben. Aber jetzt zum Punkt. Was genau meine ich denn damit? Welche Hilfe ist denn gemeint? Ich rede nicht von der ERS-Hilfe, ich rede nicht von der DRS-Hilfe, geschweige denn von der Benzinhilfe, ABS und TK. Ich rede von diesem ekelhaften akustischen Hochschallton. OMG. Das braucht kein Mensch. An alle diejenigen von euch, die sich jetzt denken, ey Mike, ich habe das Ding aber eingeschaltet und mich stört es nicht. Niemand soll sich an dieser Stelle angegriffen fühlen, also alles cool. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe euch mal 4 Tipps mit auf den Weg, wie ihr von diesem Hochschallton garantiert wegkommt. Tipp Nummer 1, schaltet nach Drehzahl. Denn wenn ihr nämlich so zwischen 11.500 und 12.000 Touren schaltet, seid ihr sozusagen auf der sicheren Seite. Der Sweet Spot sagt man so zwischen 11.700 und 11.800. Tipp Nummer 2, wenn ihr euch denkt, ja, ich kann aber nicht die ganze Zeit auf die Drehzahlen achten, hast noch was anderes? Klar, achtet einfach auf die LEDs. Sobald sie pink werden, zack, nächster Gang, fertig. Tipp Nummer 3, das mache ich ganz gerne, und zwar eine Mischung aus beidem. Hin und wieder achte ich mal auf die Drehzahl. Hin und wieder achte ich mal auf die LEDs, aber ich schalte nach Bauchgefühl, genauer gesagt schalte ich nach Motorensound. Nach einiger Zeit bekommt man so ein gewisses Gefühl dafür, dann kann man auch nach Motorensound schalten. Und Tipp Nummer 4, die Hochschaltanzeige. Dagegen ist absolut nichts zu sagen, das ist weder akustisch noch sonst irgendetwas, also das kann man auf jeden Fall machen. Und ich finde, das geht auf jeden Fall klar, also könnt ihr euch auf jeden Fall überlegen, ob ihr sie einschaltet oder ob ihr sie nicht einschaltet. Ja, liebe Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben. Und wenn ihr öfters solche Videos auf diesem Kanal sehen wollt, wo ich öffentlich meine Meinung zu Sachen, Fahrer, Teams, Strecken, whatever, einfach mal loswerde, dann würde ich mich sehr über ein Abo auf eurerseits freuen mit eingeschalteter Glocke. Schaut auch gerne mal auf Social Media vorbei, ist alles unten verlinkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.